Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem YouTube-Channel. Ich sitze hier in meiner grünen Oase am Boden. Das wird, glaube ich, meine neue Videolocation hier. Ich finde es so schön, hier umgeben zu sein von Grünpflanzen. I love it. Heute geht es um ein Thema, das mich eigentlich fast jeden Tag im Alltag beschäftigt, das ich liebe, das mich glücklich macht und das mir auch schon in sehr harten Situationen geholfen hat. Und zwar geht es um Snacks. Ja, Leute, ich bin ein absoluter Snacker. Ich bin ein Snack-Lover. Falls ihr mir schon auf Instagram folgt, falls nicht, tut es jetzt. Da seht ihr auch immer wieder, dass ich einfach Snacks über alles liebe. Natürlich, ihr kennt mich, ihr würdet mir wahrscheinlich nicht folgen, wenn ihr nicht auch Interesse hättet an Fitness und einem gesunden Lifestyle. Deswegen sind es natürlich hauptsächlich gesunde Snacks. Ich finde, man darf sich immer was gönnen. Aber ich versuche natürlich schon, meine Snacks relativ gesund zu halten. Gerade was Snacken angeht, sind die Meinungen ja immer sehr zwiegespalten. Die einen finden, Snacken geht gar nicht. Die anderen sagen, ja, Snacken muss nicht unbedingt sein, ist nicht gut für die Gesundheit. Die anderen sagen, lieber kleine Portionen den ganzen Tag über als drei große Portionen. Ich glaube, da muss jeder so für sich so ein bisschen rausfinden, was für einen funktioniert. Für mich funktioniert Snacken gut, solange es nicht überhand nimmt und solange die Snacks eben auch gesund bleiben. Aber ich hatte auch schon Zeiten, da habe ich mich tot gesnackt. Also da merke ich dann auch, mir geht es einfach nicht gut. Meinem Darm geht es nicht gut, meiner Verdauung nicht. Ich nehme davon auch absolut zu, weil ich da halt wirklich gar keine Kontrolle mehr habe über mein Essverhalten. Und deswegen sage ich immer, versucht für euch einen Weg zu finden. Snacken ist absolut in Ordnung, gerade abends, wenn man einfach vor dem Fernseher chillt, vor Netflix. Möchte man sich ja auch gerne mal was gönnen und ja, ich zeige euch jetzt heute mal ein paar meiner liebsten healthy Snacks. Es ist auch was dabei, was jetzt nicht unbedingt healthy ist, aber oder nicht so healthy, aber healthier als die normale unhealthy Variante. genau, und gebe euch da vielleicht ein paar Einblicke, ein bisschen Inspiration. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, wie ich normalerweise esse bzw. snacke. Also ich esse eigentlich nur zwei große Mahlzeiten am Tag. Das ist erst ab mittags, also allerfrühestens eigentlich um 12. Ganz selten passiert es mal, dass ich mal früher Hunger habe, aber ich mache das auch ganz, ganz intuitiv. Also ich bin ein absoluter intuitiver Intervallfaster. Meistens ist es aber so, dass ich erst so ab 12, 1 sowas Hunger bekomme. Dann habe ich dann großes Frühstück. Das ist meistens ein Porridge, eine große Smoothie Bowl, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann eigentlich abends nochmal so ein großes Abendessen. In der Zwischenzeit zwischen meinem Frühstück mittags und dem Abendessen versuche ich, so gut es geht, auf Snacks zu verzichten, aber manchmal habe ich dann eben auch krass Hunger, weil ihr wisst ja, ich mache auch super viel Sport und dann passiert es eben mal, dass ich einfach am Nachmittag doch nochmal ein kleines Craving, ein kleines Hungerchen habe, aber halt noch nicht Abendessen will. Und dann gönne ich mir eben einen Snack oder abends dann eben nach dem Abendessen, weil da bekomme ich dann schon meistens eben diesen Süßhunger, den wir alle kennen, dann ganz selten auch mal was auf was Deftiges, aber meistens eigentlich eher auf was Süßes und da gönne ich mir dann auch noch mal einen richtig guten Snack. Also das ist oftmals Müsli noch, Joghurt mit Toppings oder auch mal noch mal eine Smoothie Bowl oder ja, ich zeige euch das gleich mal noch. Und ja, so sieht eigentlich mein Essverhalten aus den Tag über. Also ich habe jetzt nicht diese drei typischen Mahlzeiten ohne Snacks zwischendurch. Das funktioniert für mich eigentlich nicht, weil ich morgens, wie gesagt, gar keinen Hunger habe. Aber ja, so sieht es bei mir aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt legen wir mal los. Und zwar die meisten Snacks, die ich euch jetzt gleich zeige, wir fangen auch gleich mit meinem absoluten heiligen Gral-Favorite an, sind von Copaya Nutrition und da bekommt ihr 10% mit meinem Rabattcode. Ich schreibe euch das natürlich alles auch nochmal unten hin, aber die haben die allergeilsten Snacks, Superfoods und alles, was ihr braucht, um geil, gesund zu essen, zu kochen, zu backen. Und da sind auch wirklich jetzt meine meisten Snacks, die ich euch zeigen werde, weil die einfach mega sind. Und wie ihr seht, die haben auch direkt so richtig große Verpackungen. Das heißt, ihr müsst dann auch nicht so oft bestellen und die Preise sind auch vollkommen in Ordnung. Ganz viele Sachen sind auch auf Bio-Qualität und das Gute ist, dass nichts mit Industriezucker gesüßt ist. Also zum Beispiel diese Kokosnusschips, das sind wirklich meine Favorites. Die sind nur mit Kokosblütenzucker, Kakao, Kokosöl und ein bisschen Meersalz. Und die sind einfach nur, boah Leute, da läuft mir schon das Wasser zusammen, wenn ich nur davon rede. Fokussiert ist? Ja, so sehen die aus. Also das sind ganz normale Kokoschips überzogen mit Kakao, Kokosöl. Ich müsste jetzt kurz, sorry Leute. Die sind so gut einfach. Ich liebe die. Die gibt es auch mit ganz normal, also nur Kokoschips. Gibt es auch mit Ananas, glaube ich, noch.
Es gibt noch irgendwelche, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber die sind einfach so lecker. Also entweder halt so normal zum Snacken oder auch als Topping für euer Müsli, für euer Porridge, für Smoothie Bowl oder zum Backen oder so. Bombe. Kommen wir aber gleich zum nächsten, und zwar Nüsse. Ich liebe einfach Nüsse. Entweder komplett pur, übrigens auch wieder von Copaya. Ich mag Pekannüsse super gerne. Ich finde, die haben so einen geilen Geschmack. Oder Cashewkerne. Oder auch Walnüsse, Haselnusskerne. Also generell, ich mag eigentlich alles an Nüssen. Entweder wirklich einfach so pur raussnacken. Oder was ich auch super gerne mache, ich mache mir Honigsalznüsse selbst. Weil ich weiß nicht, ob ihr die kennt im Supermarkt, die fertigen Honigsalznüsse, die sind richtig geil, aber super ungesund, Leute. Da ist meistens Öl drin, da ist Zucker dran, da ist ganz viel Salz dran. Gluten schießt mich tot. Nicht gesund. Einfach nein. Mm-mm. Versucht es selbst zu machen. Ich mische die einfach dann immer ein bisschen mit einem entweder normalen Honig oder es gibt ja auch veganen Honig, Wonig nennt sich der, oder mit Kokosblütensirup, ein bisschen Salz dazu. Ab und zu mache ich sogar noch ein bisschen Proteinpulver dazu, ein bisschen Wasser, und dann könnt ihr Kokosöl dazugeben oder meinetwegen auch ein bisschen Olivenöl oder sowas, aber versucht es mit Kokosöl oder ganz ohne Öl zu machen und dann einfach ab in den Ofen, und die schmecken so, so gut. Also es riecht dann immer wie am Oktoberfest in meiner Wohnung, so nach gebrannten Mandeln. Feiere ich total, und Nüsse sind auch echt gesund, aber ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht zu viel davon esst, weil das kann dann auch ganz schön wieder in die Kalorien gehen. Dann im Zusammenhang mit Nüssen tatsächlich auch Datteln. Datteln sind wirklich auch ein super gesunder Snack, weil ihr habt einfach nur die Süße aus den Datteln, und auch da natürlich Balance is the key, ne? Also wenn ihr jetzt die ganze Verpackung isst, dann ist das natürlich auch nicht mehr gesund, aber da ist halt keine weitere Süße mit dabei, und ich finde, dass die total diesen Süßhunger sättigen. Also ich brauche wirklich nur eine Dattel. Ich mache mir da voll gerne in die Dattel rein. Dann einfach zum Beispiel Walnüsse oder sowas. Und es schmeckt so geil. Oder Nussbutter oder sowas. Und ich finde, dass das total diesen Süßhunger direkt stillt, weil Datteln ja richtig süß sind. Die nehme ich übrigens auch sehr gerne zum Süßen, wenn ich zum Beispiel backe, koche oder, koche nicht, aber wenn ich zum Beispiel backe, zum Beispiel in meinem Banana Bread, schneide ich total gerne auch Datteln rein, weil diese Dattelsüße also wirklich super süß ist, und die braucht dann auch gar nichts anderes mehr zum Süßen. Also absolute Empfehlung von mir. Dann kommen wir zu weiteren Trockenfrüchten. Also die hier, die liebe ich auch total. Das sind getrocknete Cranberries, und ich weiß nicht wo, aber vielleicht im Biomarkt. Aber ansonsten bekommt ihr eigentlich in keinem Supermarkt, wo ich jetzt zumindest wüsste, getrocknete Cranberries ohne Zuckerzusatz. Und diese hier, die sind einfach nur mit Ananassticksaft gesüßt. Also auch wieder richtig gut, gesund, und boah, ich finde die so geil. Am liebsten mische ich mir meine Nüsse mit diesen getrockneten Cranberries, oder auch getrocknete Berberitzen sind auch richtig lecker, oder getrocknete Feigen. Also feiere ich alles total. Bei Copaya gibt es aber auch noch ganz viele andere Trockenfrüchte, zum Beispiel auch getrocknete Mango, Ananas und sowas. Also Physalis sind auch richtig gut. Und die mische ich mir am liebsten so mit Nüssen, dann habe ich sozusagen mein eigenes Studentenfutter. Bei Rosinen feiere ich nicht so, muss ich sagen. Aber finde ich saugeil. Und die auch einfach mal irgendwie ins Müsli mit rein oder sowas, ist auch richtig gut, aber auch als Snack. Yummy. Dann haben wir noch gefriergetrocknete Früchte, auch von Copaya, wie ihr seht. Also Copaya hat bisher Himbeeren und Erdbeeren. Ich habe aber gehört, es soll bald wieder was Neues kommen. Und die sind sehr geil. Ich zeige die euch mal kurz. Also die sind wirklich nur gefriergetrocknet. Natürlich auch wieder, ich muss nur gucken, weil da kommt immer die Farbe hier mit raus. So sehen die aus. Also wirklich nur gefriergetrocknet, da ist auch gar kein zusätzlicher Zucker oder sowas dabei. Na, möchtest du scharf stellen? Nicht so Bock, egal. Auf jeden Fall sieht aus wie eine Himbeere und ist wie gesagt getrocknet, und da sind nur Himbeeren. Also wirklich 100% gefriergetrocknete Himbeeren. Und die sind so lecker, die haben so eine richtig säuerliche Süße irgendwie. Also gibt es auch noch als Erdbeeren, die finde ich auch sehr gut. Die habe ich jetzt aber gerade nicht da. Und ja, kann ich euch auch sehr als Snack empfehlen. Dann habe ich natürlich auch noch ganz normale Snacks hier. Die meisten von mir sind von MyProtein. Da habe ich auch einen Code für euch, schreibe ich euch auch gleich nochmal hin. Da habe ich hier also ganz normale vegane. Einfach, das ist zum Beispiel ein Carb Crusher, so mit Schoki. Ich glaube, das ist Chalk Sea Salt. Genau, die finde ich auch richtig, richtig gut. Gibt es auch mit Peanut noch. Dann die hier mag ich auch sehr gerne. Das sind so Nut Bars. Sind auch richtig lecker. Die finde ich auch nice.
Beauty Bites mit Salted Caramel Almond Flavor, auch mega gut. Das sind halt wie so kleine Raw Balls. Die könnt ihr aber auch sehr einfach selbst machen. Zum Beispiel auch mit den Zutaten, die ich euch jetzt gezeigt habe. Also einfach mit Nüssen, mit Datteln, mit ein bisschen Wasser, vielleicht noch ein bisschen Kokosöl oder so. Und dann einfach in den Mixer geben oder in so einen Food Processor mixen und zusammenrollen zu kleinen Bällchen und ab in den Kühlschrank. Und das ist auch ein perfekter Snack. Geil, auch noch mit außenrum ein bisschen dunkle Schokolade oder mit Kokosraspeln oder so. Mega gut. Und dann habe ich hier noch den Zebra Bar. Den gibt es auch bei Copaya. Cashew Crush, den finde ich auch voll lecker. Da sind tatsächlich auch nur Datteln und Cashews drin. Ja, tatsächlich nur Datteln und Cashews. Also auch richtig, richtig gut. Und den finde ich auch so lecker. Und die von Musao, die mag ich auch mega gerne, also von New Company. Hier haben wir jetzt Espresso Crunch. Es gibt aber auch noch ganz andere und die haben auch alle keinen zugesetzten Zucker, sind auch vegan. Und ja, finde ich auch sehr gut, kann ich euch auch empfehlen, so als Snack zwischendurch. Dann habe ich mal was Salziges und zwar Maiswaffeln. Gibt es ja auch mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Richtungen, Sorten, Geschmacksrichtungen, was auch immer. Es gibt welche aus Mais, die hier sind jetzt zum Beispiel aus Amaranth und Mais. Dann gibt es aber auch Dinkelwaffeln, also ganz, ganz, ganz verschiedene. Und ich finde Maiswaffeln sind auch voll der geile Snack, weil die auch echt satt machen. Und die könnt ihr halt zwischendurch, die könnt ihr auch überall hin mitnehmen, die Verpackung. Ihr könnt euch einen nice Dip noch drauf machen, Nussbutter, was auch immer. Ich finde Maiswaffeln gehen einfach immer und ja, sind ein billiger und leckerer Snack und auch mal was Salziges. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel mit italienischen Kräutern, ich kaufe die immer bei irgendeinem Biomarkt, Bio Company habe ich die, glaube ich, gekauft. Die haben auch ganz viele verschiedene. Dann kommen wir mal zu was ganz Einfachen. Also einmal Banane und Carrot. Wie sieht die aus? Richtig witzig, oder? Ganz easy, aber vergesst Obst und Gemüse nicht. Das ist auch einfach ein Snack, der immer geht, finde ich. Also gerade eine Banane kann man sich immer in die Tasche stecken. Auch Karotten, finde ich, kann man immer zwischendurch snacken. Entweder pur oder zum Beispiel Karotten liebe ich mit Hummus. Einfach so zwischendurch einmal rein snacken. Ich schäle die übrigens auch nie, weil auch in der Schale sind ja auch immer ganz viele Vitamine enthalten. Aber ich mache natürlich oben und unten das Dings hier ab und wascht die natürlich ganz gut. Oder halt, wie gesagt, eine Banane, einen Apfel könnt ihr euch auch immer in die Tasche stecken, immer als kleinen Zwischensnack. Die Banane lässt uns alle smilen, weil Bananen sind auch gesund, die machen satt und ja. Genau, wer dann nochmal ein bisschen mehr Gourmet sein möchte, der macht sich noch ein bisschen Nussbutter drauf. Ich liebe zum Beispiel auch Äpfelspalten mit Nussbutter oder Birnenspalten. Hier habe ich jetzt die Peanut Butter. Die Almond Butter von MyProtein liebe ich auch. Die Cashew Butter ist auch sehr geil. Und vor allem, da sind auch nur Nüsse drin. Also da ist sonst nichts anderes drin. Also unbehandelt, einfach nur die Nüsse. Und ja, auch ein sehr nicer Snack, finde ich. Und dann kommen wir zu dem, was man vielleicht abends gerne mal vor Netflix und Chill macht. Wir lieben alle Popcorn, wir lieben alle Chips, wir wissen es. Könnt ihr euch natürlich echt immer gerne auch mal gönnen, auch mal die ungesunde Variante. Aber wenn es eine gesündere Variante gibt, die auch mindestens genauso gut schmeckt, dann fangt an, gesund zu essen, Leute. Also fangt an, diese gesunden Snacks zu kaufen. Ich habe hier jetzt einfach einen ganz normalen Popcorn-Mais. Den könnt ihr nämlich easy in der Pfanne machen oder könnt ihr euch dazu schmeißen, was ihr wollt. Also ich mache zum Beispiel super gerne den Popcorn-Mais einfach mit Birkenzucker oder mit Kokosblütenzucker oder mit Dattelzucker. Könnt ihr das auch machen. Dann mache ich ein bisschen Zimt dazu, was auch geil ist, ist mit Schoko zum Beispiel. Also da könnt ihr euch dann euer eigenes gesundes Popcorn machen. Einfach in der Pfanne, am besten auch mit Kokosöl wieder. Dann habt ihr da auch wieder die gesunde Variante. Und ja, das schmeckt mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie dieses zuckrige Popcorn, was ihr im Kino bekommt. Wie gesagt, ist ja auch mal okay. Aber wenn ihr euch jetzt abends einen gesunden Snack zubereiten wollt, dann gönnt euch lieber sowas. Und dann natürlich auch noch Chips. Da habe ich jetzt die Variante von Eat Real. Die mag ich mega gerne. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten. Wir haben hier 40% weniger Fett. Die sind auch glutenfrei und vegan. Es ist trotzdem Sonnenblumenöl enthalten. Nee, warte, was ist da enthalten? Ich muss ganz kurz schauen. Rapsöl ist da enthalten, genau. Kann man jetzt wieder darüber streiten. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht zu 100% gesund, aber ich finde, wenn es so eine Alternative gibt, dann lieber zu sowas greifen, als zu den super ungesunden, mega ungesunden Chips, die man halt sonst eigentlich immer so im Regal findet. Und ich finde die so lecker. Also genau.
kann ich euch ans Herz legen, weil wie gesagt, ab und zu darf auch mal so ein Netflix und Chill Snack nicht fehlen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Das sind meine liebsten Snacks. Wenn ihr noch irgendwelche sehr geilen Snacks habt, die wir nicht verpassen sollten, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann weiß ich auch, ihr feiert, was ich mache. Lasst mir gerne einen Like, Kommentar, alles da. Und dann kann ich auch noch viel mehr Videos für euch machen. Genau. So viel dazu. Happy Snack Day, würde ich sagen, und bis ganz bald.